und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, es ist Mittwoch, mein Papa hat immer noch Urlaub, also für mich ist jetzt, glaube ich, eine Woche vergangen. Aber ja, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ja, aber auf jeden Fall, ja, ich kann euch schon so ein bisschen was erzählen, was in diesem Urlaub so los war. Und ich kann euch so ein bisschen was erzählen, was gerade so bei mir los ist und ja. Also im Moment habe ich entdeckt, was mich total schockiert hat, weil es gab so eine Familientradition, so einmal im Urlaub gehen wir zu Toys R Us. Man kann Marken nennen, ist jetzt kein Problem. Und es war ja für mich immer das magische Zauberland. Also da ist echt schwierig. Also es war für mich so dieser Ort, wo ich am liebsten war mitunter und den ich ganz schön fand und ja. Und auf jeden Fall wollte ich ein Spiel haben unbedingt. Und beim Toys haben die Spiele aber viel weniger gekostet als überall sonst. Meine Mutter sagte immer, der Toys macht deswegen auch die Wirtschaft kaputt und die Läden in der Gegend und überhaupt. Deswegen sind auch schon einige in unserer Gegend pleite gegangen, weil der Toys so alles unterbietet vom Preis. Und sie hat schon immer geahnt, dass der sich nicht ewig halten wird. Und das hat sie mir auch immer gesagt, schon seit Kindertagen. Aber Leo, auf die Tür anzustarren. Hilft nichts. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann gucken wollte, wie viel kostet das Spiel beim Toys, einfach so zum Vergleichspreis zu haben. Und ich habe dann so gedacht, okay, gut. Und bin dann eben auf die Toys-Seite gegangen. Und dann stand da irgendein Text, ich weiß nicht mehr, aber so inhaltlich war es, es gibt Toys nicht mehr, aber er kommt irgendwann wieder zurück. Und ich war dann so, was? Ich habe dann auch im ersten Moment total angefangen zu kreischen und meine Mutter ist tot erschrocken und hat so gemeint, was denn jetzt los sei, weil ich eben wirklich krass angefangen habe loszukreischen, als ich gelesen habe, dass es den Toys nicht mehr gibt. Das war echt ein Schock für mich. Das könnt ihr mir glauben. Und ich wollte es immer noch nicht, ich wollte es auch nicht glauben. Ganz ehrlich, ich wollte es nicht glauben und gehe einfach durch. Wirklich, geh durch. Lauf durch, oder? Ja, auf jeden Fall war es dann so. Ist ja lustig, Entschuldigung, ich habe gerade was Interessantes entdeckt. Meine Kamera hat jetzt gerade deine Beine fokussiert anstelle von mir. Nein, Leo steht bei dir. Leo kommt raus. Leo ist raus. Ich glaube es ja gar nicht. Lauf, noch ein Stück. Entschuldigt. Ihr wisst ja. Ja, ich muss nur gerade gucken, damit Leo nichts passiert und so, damit ich eingreifen kann im Notfall. Mach das nicht mehr. Ich bin zerquetscht von der großen bösen Tür. Ja, die macht dann Leo Matsche. Dann bist du Kuchenmatsche. Dann gucken wir alle, dann muss ich ganz traurig sein, so wie ich es jetzt gerade schon bin. Ja, auf jeden Fall habe ich dann im Internet Toys eingegeben und habe einen Artikel gefunden, dass eine irische Firma namens Smith den Toys übernommen hat. Und das habe ich dann auch meiner Mutter erzählt. So, Mama. Ach, ich bin beruhigt, ich dachte gerade, der fliegt einen Schnack. Ja, dann habe ich das so gelesen und habe so gedacht, was, okay. Hast du meine Mutter erzählt, aber konnte es nicht glauben. Ganz ehrlich, ich habe es nicht eine Sekunde geglaubt. Und an dem Tag dann, da war schon voll viel bei uns los. Kann ich die Geschichte auch erzählen? Okay. Ja, auf jeden Fall war da ganz viel los bei uns. Und ja, es war so wirklich ein stressiger Tag. Und dann hat mein Papa zu mir gesagt, ja gut, weil ich zur Bank musste. Er geht jetzt noch mit mir zur Bank und ja, weil die Bank in der Nähe vom Toys ist, habe ich dann so gesagt, ja, lass uns da halt mal vorbeifahren, nur vorbeifahren. Und dann sind wir da vorbeigefahren und habe ich halt schon dieses Schild gesehen, Smith. Da stand wirklich Smith dran und ich bin immer noch, und ich konnte es immer noch nicht glauben, ich sage es, wie es ist, ich bin immer noch an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, nee, kann nicht sein, ist nicht, das, nee, ist nicht. Und dann gestern, also für mich jetzt gestern, war es dann so, dass mein Vater, meine Pflegerin, hi übrigens nochmal an der Stelle, und ich dann zusammen los sind
und in den Laden reingegangen sind. Und ja, jetzt glaube ich's. Ein Toys gibt's nicht mehr. Mein magisches Zauberland existiert nicht mehr. Und es hat sich verwandelt in total den grauenhaften Ort. Also ich habe noch nie so hohe Regale gesehen. Wirklich ohne Witz. Die Regale sind bis zur Decke hochgegangen. Und die sind auch noch eng gewesen, dass ich so dass da gefühlt maximal zwei Leute nebeneinander laufen könnten. Vielleicht übertreibe ich es auch. Vielleicht ist es für mich schließlich schlimmere Eindruck, weil es nicht mehr das ist, was ich mal hatte. Und die Multimedia-Abteilung ist auch wirklich ultra geschrumpft. Also die ist gefühlt bloß noch ein Regal groß gewesen, aber kein großes Regal, sondern so ein, naja, so ein Kleiderständer, den man sich in die Wohnung stellt, groß. Der, wo ich mich drum gewickelt habe, wegen dem meine Hand jetzt noch 3 Wochen wehtut. So in der Größe etwa. Und das war für mich echt total der Schock. Also es ist so, Kindheitserinnerungen zu verlieren, ist, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Und dann habe ich aber auch noch einen zweiten Schock an dem Tag erleben müssen, nämlich der Verkäufer von Smith. Oh Gott, das ist echt hart. Hat dann noch zu mir so gemeint, ja, DS-Spiele gibt es in Zukunft eher nicht mehr. Ab Stark. Nee, er hat nichts Böses gemacht, nur mich so erschreckt. Ja, doch mal. Boah, der kleine Irre. Entschuldigung. Wir haben so einen Hocker. Der ist schon mal eine Uroma. Mit nur ungefähr einer Fläche zum Sitzen, meine zwei Hände aneinander. Also das mal zwei. Und dieses Karnickel sitzt mit seinem wirklich breiten Becken dann auf diese Fläche drauf. Ja, Schatz. Jetzt kommt man an und Entschuldigung. Mach das nicht mehr. Da kann, da, da, wenn du da runterfliegst, da brichst du ja alles. Der ist ja gerade echt drauf, guckt oben drauf mit allem. Mit Vorderpfoten, Sauber, Hinterpfoten. Boah, ja klar, aber weißt du, wenn er da falsch geküpft wäre? Ja, auf jeden Fall hat der Verkäufer von Smiths dann auch noch gesagt, dass es ab jetzt keine D also dass die DS-Spiele ab jetzt nicht mehr, eher keine mehr geben wird und dass der DS jetzt eher ein Auslaufmodell ist. Und ich bin ja jemand, ich spiele unglaublich gerne mit meinem DS und dass es ab jetzt nur noch Spiele für die Switch gibt. Also ich sage euch jetzt schon, ich finde die Switch nicht so. Ich mache da gerade ein eigenes Video dazu, warum ich die Switch nicht so gut finde. Auch wenn ich sie selbst noch nicht habe oder so, aber ich mache da ein eigenes Video draus. Ja, kommt jetzt am Freitag gleich, dann haben wir das. Das produziere ich gleich im Anschluss. Ja, auf jeden Fall. Falls ihr mein Unterhöschen gesehen habt, entschuldigt. Ich weiß es echt nicht. Ich bin gerade einfach nur losgesprintet, so als da kam gerade so ja, der Wunsch, Leo zu Ich schützen. bin mir tot. Oh, Entschuldigung. Der will mehr, siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Für mich war das dann echt hart. So zwei Sachen, die mir als Kind sehr wichtig waren und die mich von klein auf begleitet haben, sind plötzlich nicht mehr da. Und ich muss zugeben, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob ein richtig guter alter Freund, den du schon ewig lang kennst, plötzlich gestorben wäre. Und ja, es ist hart. Es ist wirklich hart und bitter und am liebsten würde ich die Zeit zurückdrehen und gar nicht erst in Smiths reingehen und die Erinnerung ans Toys behalten. So. Ja, ist doch so. Die Erinnerung ist das Schöne gewesen. Aber ich Man glaube, wollte ja dieses, unbedingt. man wollte unbedingt, und ich glaube auch, dass es wichtig war, diesen Schock zu haben, dieses, es ist nicht mehr da. Weil wenn man es nicht gesehen hätte, dass es nicht mehr da ist, dann glaubt man ja ewig lang, dass es noch da ist, irgendwie. Und so kann man wenigstens mit einem Kapitel seines Lebens abschließen. Ja, weil eins ist sicher, ich kaufe mir keine Switch. Ja, ich erkläre euch auch später warum, in einem anderen Video. Ja, das war's erstmal. Ich würde sagen, das ist die erste Geschichte so vom Urlaub. Jetzt keine so unbedingt schöne Geschichte, aber naja, so ist es eben. Und ja, ich werde dann jetzt die ganzen Spiele, die ich noch von DS habe, die ich noch nicht durchgespielt habe, mal anfangen durchzuspielen.
Vorteil ist, ich kann jetzt alle Pokémon-Teile durchspielen. Es wird lang dauern. Ja, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Läden hattet, wo ihr wirklich unglaublich gerne drin wart, die für euch so das magische Zauberland waren, wo ihr immer mit strahlenden Augen rein seid und die ihr mehr gemocht habt als viele andere Läden und die jetzt einfach nicht mehr da sind. Oder ja, schreibt mir einfach auch gerne irgendwas anderes in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.treatmeatoutlook.com. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin. Tschüss.